Willkommen zurück zu einem schnellen Tutorial, wie man Coins bei MetaMask hinzufügt bzw. auch auf einer dezentralen Exchange tradet, weil es gibt oft das Problem, dass wir verschiedene Coins nicht auf einer Börse handeln können wie Binance. Und dort gibt es natürlich eine super Option, das ist ganz normal über dezentrale Exchange, und das zeige ich euch jetzt. Aber bevor wir da durchstarten, erstmal ein kurzer Tipp, denn wenn ihr irgendwas swappt auf MetaMask, dann kann es passieren, dass ihr eben nicht den Coin angezeigt bekommt und das wollen wir natürlich verhindern. Das heißt, wir sind jetzt hier in unserem Account drinne. Ich stell dir vor, zum Beispiel, du hast deine Pluton-Coins an deine Adresse geschickt und jetzt siehst du sie oben in deiner Wallet-Adresse nicht. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Du gehst hier auf Add to MetaMask, dann öffnet sich dieses Fenster. Hier gehst du auf, ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier auf Add Token und dann kriegt ihr diesen Token auch schon hinzugefügt und der wird hier angezeigt. Das heißt, wenn du dann auf deiner Adresse irgendwelche Coins hast, dann siehst du sie auch in deiner MetaMask und brauchst keine Angst haben, dass sie nicht angekommen sind. Meistens sind sie angekommen, du hast nur halt den gewissen Coin nicht hinzugefügt in den Token. Und es geht auch mit ganz vielen anderen Coins, die eben bei Ethereum laufen. Oder zum Beispiel, wenn du auch bei Binance Chain bist, dann hast du ja meistens auch das über das MetaMask Interface. Und dann kannst du das ebenfalls hinzufügen. Das ist schon mal der erste Tipp. Dann gehen wir weiter zu Coinswappen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du hast einen Low-Cap-Coin gefunden und aus irgendeinem Grund möchtest du den Coin natürlich kaufen. Und du findest ihn nicht auf irgendeiner Exchange. Hier habe ich zum Beispiel mal ein Beispiel für dich. Gamma Strategies habe ich mir damals gekauft. Und du siehst, dieser Coin ist halt nirgends gelistet. Ja, du kannst ihn eigentlich nur auf Uniswap tauschen oder halt hier auf so einer komischen Exchange. Und auf einer komischen Exchange anmelden ist natürlich Schwachsinn. Warum sollst du dich extra dafür irgendwo anmelden? Das heißt, du gehst einfach hier oben hin, klickst auf hier, Click to Copy. Und dann gehst du einfach hier rüber und kannst Select Token und kannst hier die Adresse einfügen. Findest du den hier auch. Und manchmal, ganz selten, kannst du auch einfach hier den Namen eingeben. Es kann natürlich passieren, dass du da nicht den richtigen Token auswählst. Dementsprechend würde ich dir immer raten, das über den Contract zu machen. Und dann findest du hier und dann kriegst du meistens halt hier eine Warnung. Dann kannst du auf Einverstanden gehen und schon könntest du theoretisch Ethereum gegen Gamma tauschen und dann kriegst du auch den richtigen Preis angezeigt. Und das geht natürlich auch mit vielen, vielen anderen kleinen Projekten, die du halt nicht auf irgendeiner Börse handeln willst, weil es einfach unnötig ist, sich für irgendeinen kleinen Microcoin irgendwo anzumelden. Außer es ist natürlich ein Coin, der nicht auf einer anderen Blockchain zu finden ist. Das heißt, der ist ein ganz normaler Coin mit einer eigenen Blockchain und weil das aktuell eigentlich sehr selten passiert, dass jemand eine eigene Blockchain launcht, außer in Cosmos und Cosmos kannst du dann meistens über Frontier Osmosis, also über ganz normale AMMs tauschen und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schnelles und einfaches Tutorial dazu. Das gleiche geht natürlich auch bei PancakeSwap. Hier kannst du einfach drauf gehen und kannst dich hier mit verschiedenen Wallets verbinden, Ethereum und so weiter und so fort und kannst hier ebenfalls dann kleine Coins von der Binance Chain drauf machen, was auch wichtig sein kann oder einfach gut sein kann für kleine Swaps bei kleinen Gamble Tokens. Das soll es auch schon gewesen sein, zu einem kurzen Tutorial dazu. Ich wollte es einfach mal raushauen, damit diese einfache Sache auch einfach geklärt ist. Denn viele, ich weiß, viele von euch sind neu und ich habe am Anfang auch Probleme gehabt, wo kann ich denn so kleine Coins swappen, so kleine Token swappen. Aber hier ist das einfache Tutorial dazu. Das heißt, du gehst einfach auf irgendeine Exchange, also auf irgendeine Börse, wo man halt verschiedene Coins anzeigen lassen kann, zum Beispiel CoinGecko oder halt CoinMarketCap. Dort suchst du den Coin raus, dann kopierst du den Contract, fügst ihn hier oben ein und kannst zusätzlich dann noch das einfach Add to MetaMask machen. Ansonsten, wenn das halt nicht der Fall ist, dass du das machen kannst, also manchmal ist ja auch dieser Knopf nicht, dass du es zu MetaMask hinzufügen kannst, dann kannst du das trotzdem einfach machen, indem du das suchst oder kannst im Discord nachfragen, je kleiner der Coin, desto mehr musst du halt Aufwand betreiben, da muss man sich bewusst sein. Allerdings ist das, sage ich mal, so das Einfachste, wie man das machen kann. Das heißt, das war es erstmal. Fragen dazu, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.